Willkommen zu einer neuen chilligen Runde Cliff Empire von Lionshide. Hier unten haben wir wieder zwei Geothermieanlagen im Bau. Hier oben düsen die Zeppeline hin und her zwischen den einzelnen Hotels. Jo, soweit haben wir eigentlich alles. In der letzten Runde haben wir etliche Turbinen dazu gebaut, damit wir noch einen besseren Energieüberschuss hinbekommen. Wir haben schon wieder zu wenig Bevölkerung. Ei, und schon wieder viel zu viele Hotelbesucher. Bauen wir nochmal ein Wohnmodul. Na, jetzt müssen wir bei jedem Wohnmodul aufpassen, dass wir auch noch genug Nahrung und so weiter da haben. Hier sieht es noch richtig prickelnd aus, das ist gut. Hier haben wir auch noch ein bisschen Platz in der Nähe. Die nächsten großen Sachen sollten wir mal hier drüben bauen mit. Gerade Fundamente. Was? Nordküste hat keine Ressourcen mehr? Was brauche ich denn eigentlich hier drüben? Ja, Fundamente, richtig. Dann kann ich hier alles mit Essen zuklastern. Yep. So, bei dir sah es noch kritisch aus, ne? Hier kriege ich zwei große rein. Wo kriege ich in die kleinen rein? Wenn ich noch Energie brauche, hier unten. Puh. Aber ich könnte hier auch noch mit den Fundamenten weiter ausbauen. Kaskade, wie sieht's aus? 51 Rest. Du hast die schon gebaut. Die Fundamentbaustelle, genau, das Fundament. Schwacke! Ja, doch. Da. Hättest du das auch. Und dann sind wir an dem Punkt, wo die Gewitterzeit beginnt. Jawohl, der Wind intensiviert sich. Wolken verdunkeln, die Sonne und alles ist mit Wasser überflutet. Drohnen können durch Blitzschlag zerstört werden und die Brandgefahr steigt. Die Orbitalkapsel kann aufgrund der Wetterbedingungen nicht zur Erde fliegen. Das Sonnennetzportal kann unter solchen Bedingungen nicht funktionieren. Speedchain, Dankchain, volle Kalle. Geschwindigkeit 6. Wir werden hier auch nochmal unterstützen. Nordküste nimmt jetzt auch schön Kohle ein. Da können wir auch nochmal unterstützen. Ruhige Küste. Oh. Kaskade eigentlich auch nochmal, aber wir haben schon 44 Tage, weißt du? Es ist so. Brauchst du irgendwann nicht mehr. Ja, wir können dann mal auf die Zeppeline schauen. Was brauchst du? 1, 2, 1, 2. In den Tagen werden wir jetzt hier permanent hin und her düsen dürfen. 1, 2, 3. Hier sind auch noch einige Drohnen unterwegs, beziehungsweise die wir noch bauen müssen, die wir vorher noch nicht nachgebaut haben. Weil wir neue Bevölkerung bekommen haben. Haben. Die brauchen natürlich auch in der Masse dann immer Drohnen. Ja, knack, knack, fort ist. So, hier bräuchten wir der baut noch. Gut, dann können wir hier oben drauf setzen. Ein Universitätsmodul. Damit sind wir da fast dran. Ein Spaßmodul, Freizeitmodul. Und dazu brauchen wir schon wieder ein Wohnmodul. Jawohl. Und wir brauchen mehr Ästhetik. Ästhetik haben wir 20. Wie viel bringt so ein Ding hier? Hängende Statue. Jo, da stört sie oben nicht. 5 bringt sie. Ah, oh, kann man mal 8 bauen. Naja, müssen wir schauen, Stück für Stück. So. Was brauchst denn du? 60. Building ist on fire. Jawohl, Forschung abgeschlossen.
da ist da. Wir gehen jetzt einfach nur noch durch. Beschleunigtes Laden. Da haben wir zusätzliche Abschirmung. Uran, ja. Mehr Uran für oben. Denn wir verbrauchen es schon gar nicht mehr. Uran brauchen wir nur für unsere Drohnen, die nach unten fliegen. Verbesserte Kühlung. Transportmenge, ja. Transportbarke benutze ich nie. Da habe ich einmal geguckt, was es ist, war mir irgendwie zu groß und dann habe ich die nie wieder ausgetestet. Bip, 14, 1, 2, 3. Hier haben wir alles. Ich würde am liebsten mal 20 auf Reserve bauen für sowas, weißt du? Eine, aber das geht nicht. Zwei, zwei. Ja, ja. Da dürften sie gelöscht kriegen. Nicht wie in den ersten Runden. Bep. War nicht irgendwo ein Zeppelin geplatzt? Ach nee, es war hier so ein großer. Ah, hier war ein großer. Jawohl. Ach, schön, wenn du die Ressourcen einfach da hast. Bis auf das da. Hier haben wir nur vier Reste. Naja gut, es ist nachts, ne? Da darf ich ja nicht gucken. Mitten am Tage müsste ich mal nachschauen, wie es da aussieht mit Ressourcen. So, wie sieht's hier aus? Allgemein Mobilität. Ja, der baut noch nach. Dann kannst du gleich noch eine bauen. Ah ne, eine ist im Bau. Die ist Pest. Sieht auch hier unten sehr gut aus. Könnte man noch optimieren. Ja, 2800 wird eine ganz schön knifflige Sache. Essen haben wir also, trinken haben wir auch. Unwettertage. Ach so, Bodenfruchtbarkeit. Jawohl. Wir haben ja keine Sonne. Aber wir könnten hier zum Wohlgefallen nochmal eine Bildung setzen. Nehme ich den fertig? Was war das? Das ist ein Hotel. Oh, sieht man jetzt so schwierig. Was ist denn das? Großer Garten. Ästhetik 6,4. Ach Mann. Ne, den lassen wir auch erstmal. Hier kommt jetzt ein Universitätsmodul drauf. Damit sind wir hier an 79. Dann kommt hier ein Freizeitmodul, ein Spaßmodul. Das haben wir auch. Das haben wir. Heißt, wir brauchen jetzt hier bei 824 1 und 2 Wohnmodule. Jawohl! Dann sind wir hier bei unserem Ziel mit 800 angelangt. Ja, die Äpfel gehen runter. Es wird Zeit, dass hier nachgebaut wird. Und wir müssen irgendwo, hier haben wir frei, nochmal Äpfel ansetzen, damit wir wirklich genügend dann auch in Reserve haben, die einfach dann hier in das Kühlrohr reingeschmissen werden. So, haben wir das. Wie sieht's denn hier aus, wenn ich das gerade sehe? Da passen doch noch mal etliche von diesen Turbinen rein. Ja, so hat er sie mir vorhin gezeigt. Passt. So. Hier kriegen wir auch noch einen. Die sehen zwar falsch aus und schief dort unten, aber das macht nichts. Jawohl, aber die holen wir uns mal wieder an der Nordküste. Denn wieder zur Kaskade. Ja, nun hört mal auf mit Brennen. Irgendwann ist nicht mehr lustig. Wir sind durch. Das haben wir. Dann gucken wir hier nochmal nach den Drohnen. Da hat es aber reingeruppt. Da hat es aber reingeruppt. Eine. Ja, immer schön 6-fach Geschwindigkeit, damit es hier vorwärts geht. Die restlichen Baustellen können wir später noch bedienen, wie das hier. Fein. So, was war es hier? Zwei davon, eine davon, eine davon. Kostet jetzt einen Haufen Batterien, aber was soll's? Wir dürften es da haben.
So, hier Ziel bereits erreicht, ne? Mit 830 Peoples. Wenn wir das rundherum haben, sind wir bei 2500. Hier können wir dann nur noch optimieren und schauen, was wir alles noch so hinkriegen. Ja, wir können die ja noch beschäftigen über Büromodule. Das ist ja nicht das Thema. Aber das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das wird gebaut. Das haben wir nicht. Wird auch gerade nicht befriedigt. Uiuiuiuiui, Tüfi. So, das haben wir. Essen, Trinken scheint auch zu funktionieren. Es sind auch 818 da. Wieso kommen nicht mehr? Leute, die sich niederlassen wollen? Schafft es die Rakete nicht, oder was? Wir haben 832. Ja. Okay, ich sehe es ein. Einer zu wenig. Kann mal einer schnell drüben arbeiten? Ach nee, das zählt ja auch. Aha. Warte mal, hier ist gerade fertig. Das da, dann können wir wieder reingucken. Passt. Passt. 48% plus 25, jawohl. Passt, passt, passt. Passt auch. Jetzt kriegen wir Reserve rein. Nice. Dann können wir uns jetzt... Warte mal, wie sieht es mit dem Strom aus? 209 Überschuss. Geil. Ja, habe ich wirklich gesagt. Geil, Omat. Hier haben wir es jetzt auch. Hier rattert es gerade runter. Heißt, wir brauchen hier noch wesentlich mehr Energie. Hier habe ich nur... Einser übrig, kein Zweier. Quietscholl und so. Haben wir hier nicht? Für die Einser könnte ich überall Batterien reinsetzen, wa? Aber ich will doch hier nicht irgendwo noch so ein Ding reinquetschen. Moment, klingt auch wieder falsch. Oh, was ist denn das? Luftreiniger? Nö. Ikett. Lieber, gern. Ein Uranabsorber. Warum will ich denn eigentlich? Macht Ökologie plus 3. Aber bringt Uran, deswegen. Da. Uran. Dann auch für die Basis oben. Ich könnte so ein Riesending wegreißen. Oder so ein kleines hier wegreißen. Gebäude zerstören. Jawohl. Gebäude zerstören. Jawohl. Und baue dann hier Kapselgenerator rein. In der Hoffnung, dass das jetzt hier unten alles funktioniert. Ein paar sind da. Das ist sehr schön. Wie weit sind die Baustellen hier? Können nicht weit sein. 38%, 23% fetzt trotzdem. Dann kommen wir hier langsam auch in die Zone rein. So, wir haben... Leute wollen sich niederlassen. Warum? Das passt so, wie es ist. Wir haben alles da und haben 650 Maximalkapazität. Hier sieht es nicht gut aus. Der ist fertig. Jetzt bringen sie 241 Überschuss. 450 davon Rohform, denn nur auf die möchte ich mich nicht verlassen, dass die immer da sind. Wind wird schon immer ein bisschen was sein. Benötigte Energie. Ja, hier sehen wir es nicht, wie viel es ist, ne? Da stand leider keine Zahl. So, hier Hammer bei weitem. Ja, hätte ich gern mehr. Hier auch. Aber weißt du gar nicht, wohin mit dem Zeugs? Puh. Doch, weiß ich. Getreide ist nämlich kein Problem. Da gucken wir nämlich hier. Nein, Unterwassergewächshaus. Wenn die Fischerei dabei ein bisschen in die Knie geht, habe ich kein Problem damit. Das können wir übrigens hier drüben auch betreiben. Wenn ich den irgendwo hier unten reinkomme. Jawohl. Wir haben Fisch 94%. Wenn wir hier auf 80% oder auf 70% runtergehen, ist es auch... Weißt du? Dann bauen wir ein Werk mehr. Und hier haben wir nun wirklich ziemlich viel Fisch. Und dass wir hier doppelt so viel Fisch nochmal verbrauchen. Von 60 auf minus 17. Ne? Wir verkaufen natürlich noch drüben auch einiges.
Was verbrauchen die? 17. Wir haben hier drüben 41. Ne, 22. Ja, ne? Sind wir nicht mal bei 40. Von den 60, die wir hier drüben haben. Aber noch mehr kann ich auch nicht. Stimmt, noch mehr kriege ich auch nicht rein. Hier ging es ja, glaube ich, auch nicht. Oh gut. Fetzt, fetzt. Ach, wir sind schon wieder durch eine Runde durch, Menno. Boah, hier ist gerade richtig schön. Was los? Judy! Gehen wir weiter raus. Kann ich noch rausscrollen? Jawohl, das war's schon. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es dir gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu einer chilligen Runde Cliff Empire von Lionsheit. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.